Ich habe es schon erwähnt, bis 2018 waren Sie selbst im Krankenhaus beschäftigt als Krankenschwester, OP-Schwester. Also haben Sie jede Menge Erfahrungen gesammelt, auch im Umgang mit Patienten. Hatten Schwestern und Ärzte denn genügend Zeit für die Patienten? Das ist eine gute Frage und ich glaube sogar die entscheidende Frage, weil oftmals wird ganz viel Wert auf Hochtechnisierung, auf tolle Robotertechnik und gelegt. Und was den Menschen, glaube ich, mittlerweile fehlt, ist der Mensch, dieses Handhalten, dieses einfach Dasein, einfach zuhören, die Zeit dafür zu haben, nicht nur die medizinisch notwendigen Handhabungen durchzuführen, sondern einfach für die Menschen da zu sein, die ja doch in einer sehr schwierigen Situation sind, wenn sie im Krankenhaus sind. Oftmals ungeplant, oftmals mit ungewissem Ausgang. Ich würde mir viel mehr Zeit für Ärzte, für Gesundheits- und Krankenpflegepersonal wünschen, einfach, dass wir für die Patienten besser da sein können. Frau von Vietinghoff, Sie müssen als Geschäftsführerin einer Klinik natürlich gucken, dass alles passt, dass alles läuft. Da gibt es ja unglaubliche Sachen, Personal bezahlen, Versorgung gewährleisten. Sind Sie wirklich gezwungen, Einsparungen vorzunehmen auf Kosten der Patienten? Naja, wir haben ja unser Budget, das wir ausgeben dürfen und können. Was sehr, sehr gut ist, seit letztem Jahr haben wir das Pflegebudget. Das heißt, die Pflegekosten, die Kosten für unser Pflegepersonal wird wirklich eins zu eins übernommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, die Kliniken können jetzt nicht mehr in der Pflege sparen, ne, auf Kosten der Patienten. Das ist sehr positiv. Aber natürlich merken wir auch, dass das Geld grundsätzlich immer knapp ist. Und natürlich wünschen wir uns auch die eine oder andere Technik, die wir uns vielleicht dieses Jahr nicht leisten, die wir uns dann nächstes Jahr leisten werden. Wir merken auch, dass wir Pflegekräfte nicht mehr so bekommen, wie wir das gerne hätten und wie wir es jetzt, wie gesagt, ja auch finanziert bekommen. Insofern, ja, es ist ein Drahtseilakt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekomme auch mit in unserer Verwaltung, wie die jeden Tag einfach darum kämpft, alles so gut wie möglich zu machen, trotz der Widrigkeiten, die wir von außen jeden Tag bekommen, ja. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich vorher etwas geklärt haben. Und zwar gibt es ja drei Arten von Krankenhausträgern: private, staatliche und frei gemeinnützige. Herr Dr. Ohmes, leiden da alle unter demselben Problem? Also finanzielle Sorgen vielleicht auf Kosten der Patienten? Ja, das ist allgemein. Natürlich gibt es da gewisse interne Unterschiede. Klar, ein privater Krankenhausträger, der ist geführt sehr stark wirtschaftlich. Und wenn er auch noch in Aktiengesellschaft angebunden ist, dann ist natürlich der wirtschaftliche Druck, die Zitrone maximal herauszupressen, die letzten Tröpfchen noch rauszuholen, was die Kollegen besonders in der Pflege spüren, was dann letztendlich auch den Verlust des Patienten aus dem Mittelpunkt dazu führt. Das ist schon sehr unterschiedlich, hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile. Und ich kenne gemeinnützige und besonders christliche Häuser, wo viele Patienten sich sehr, sehr wohl fühlen, weil einfach dort viele persönlich überzeugte Mitarbeiter, die sehr, sehr starke soziale Intelligenz mit sich bringen, was aber nicht selbstverständlich. Nicht jeder Mediziner ist soziale Intelligenz, ja. Nur weil er Medizin studiert, weil das wird ja gar nicht geprüft beim Studiengang. Also es gibt schon viele Unterschiede weit und breit. Aber die Probleme, die wir heute haben, die sind tatsächlich in allen Häusern sichtbar. Bei einem mehr, beim anderen weniger. Sagen Sie, Frau Enders, welche sind denn die größten Kostentreiber für Krankenhäuser? Ja, Kostentreiber. Also wenn man sieht, dass das Personal, also die Personalkosten doch einen enorm hohen Anteil übernehmen, sehen wir ja auch auf politischer Seite da dringend Handlungsbedarf. Wir wollen ja, dass die Krankenhäuser besser planen können, dass man ihnen nicht nur allein auf so Fallpauschalsystem da pro Patient oder pro Krankheit etwas zuteilt, sondern dass sie genau wissen, pro Jahr habe ich so und so viel Budget, das kann ich für meine Investitionen, die notwendig sind, ausgeben und dann noch zusätzlich einfach das Einkommen. Also Personalkosten riesig und dann natürlich auch die Technisierung. Also wenn ich bedenke, was so ein Operationsroboter kostet, das sind gleich mal Millionenbeträge oder eine richtig gute Ausstattung, die ja heutzutage natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, neben diesem menschlichen Anteil aber eine Grundvoraussetzung sein muss.